Noch eine halbe Minute. So, jetzt sind die Klagenfurter drinnen. Dann läuft die Scheibe schnell. Aufbau funktioniert gut. Durch das schnelle Spiel mit einmal berühren. Einmal, zweimal, hoch, Tor. 2 zu 0. 2 zu 0, wieder in Überzahl. Toni Hopp war's. Ähnlicher Verlauf wie damals bei unserem Live-Spiel Ende Oktober. Da war Koch zweimal in Überzahl erfolgreich, Kuiper innen zweimal in Überzahl. Also das ist die Stärke des KHC. Und die roten Schals können wieder geschwungen werden. Er bekommt zweimal die Chance. Einmal, zweimal. Da stehen zwar drei Villacher herum, aber keiner kümmert sich um Jopp. Da hätte Orange eigentlich zu rustikaleren Mitteln greifen müssen. Nicht versuchen, die Scheibe zu spielen, sondern Jopp wegräumen. Der darf da nicht zu dieser Chance kommen. Drinnen wird abgesichert und Orange schaut auch hin. VSV sichtlich geschockt durch dieses 0 zu 2. Was helfen würde, wäre ein schneller Treffer. Aber den haben jetzt die Klagenfurter auf dem Schläger und souverän gemacht. Was für ein Stellungsfehler beim VSV. Das hat man schon gesehen. Toni Hopp war schon für einige Zeit völlig allein an der Blauen. Mustergültig bedient und dann hat er so viel Zeit. 3 zu 0. Es bahnt sich wieder dieses fürchterliche zweite Drittel für den VSV an. Der KHC im siebten Eishockeyhimmel. Schöner Haken, da kommt keiner hinterher, aber irgendwie auch so halbherzig. Man hat so das Gefühl, der VSV glaubt da nicht mehr so richtig an sich selbst. Stewart zu spät. Kein Problem für Toni Hopp. Sein zweiter Treffer, 3 zu 0, komfortabel die Führung. Sie sind immer einen Schritt irgendwie schneller dran an der Scheibe und deshalb machen sie jetzt auch das Tor. Und wieder einmal Toni Hopp. Der schafft den Hattrick in diesem Drittel. Er kann wirklich nichts dafür. Und wenn man eben diesen Schritt schneller ist, dann ist man auch schneller vor dem Tor. Man gewinnt die Zweikämpfe. Und auch hier wird gearbeitet. Und irgendwann ist dann einer zur Stelle, wie in diesem Fall Toni Hopp. Zu spät dann Kirschbaumer. Aber da stimmt schon die Zuordnung nicht. Jopp viel zu frei. Das 0 zu 3 aus Sicht des VSV. Ja, ganz kurz anhalten, Leo. Charlie hat es eben oft angesprochen, dieser Körpersprache jetzt im zweiten Drittel. Also hier, die haben ein Powerplay. Die müssen da hier einen systematischen Aufbau spielen können. Hier kommt der erste Pass gar nicht an und jetzt müssen wir beobachten, hier Kromp an der Bande, der Pass kommt nicht an und fährt einfach weiter. Jetzt, ja, who cares, also vielleicht ein bisschen übertrieben oder nicht, aber er fährt einfach weiter. Die kommen da mit ein bisschen Glück noch einmal an der Scheibe, schlägt der Pass eben in den meisten Verkehr, aber trotzdem, die sind immer noch drinnen. Krompi kann noch mit ein bisschen Glück rauskommen, dass es keine Abseits ist. Okay, geht weiter. Niskewara kann die Scheiben hier nicht klären und hier an der Bande kann Stewart die Scheiben immer noch stoppen. Also hier immer noch nichts verloren, können die mal ein bisschen aufbauen. So, jetzt geht mal, sagen wir, dieser Unpeck los, dieser große Peck. Der Pass kommt jetzt nicht an. Hier die zwei Villacher vor dem Tor erwarten natürlich, dass die Scheiben da gestoppt wird und dass der Pass rauskommt. Und da Thomas Koch, er erkennt die Situation eigentlich am schnellsten, gewinnt den Zweikampf hier noch einmal an der Bande,
kann davonziehen. Und hier, wunderschöner Pass, er schaut jetzt gleich rauf. Iob, er kennt die Situation hier gut, schneidet ein bisschen in der Mitte, dass er es mit dem vollen Schwung mitnehmen kann. Und eben da, denke ich immer noch, wenn Stuart auf der Scheibe hingeschlagen hätte, hätten die immer noch eine Chance gehabt. Geht trotzdem zu hoch. Und da, wie ich gesagt habe, erster Versuch, Iob, nicht an der Scheibe reingekommen, aber trotzdem beim zweiten Mal. Also hier, das war eben dieser Anthony. Knickpunkt. Ein paar seiner Erfolge sehen wir, Gary. Ja, hier ist er vor dem Tor die Sicht weggenommen vom Kirschbaum am ersten. Hier, wie ich gesagt habe, Goalgetter-Qualitäten, schieß einfach hin auf die Matratzen, nimm deinen eigenen Rebound und da wieder, wenn der Verkehr dick vor dem Tor ist, einfach dich selber frei spielen zu können und den Schläger auf den richtigen Stelle zu haben. Er hat einen Riesenlauf, Anthony Jopp, er spielt auch nächstes Jahr bei den Rotjacken, jetzt steht er bei Jörgkönig. Wenn man sich vielleicht die erste Periode heute anschaut, war es möglicherweise auch ein bisschen Glück, aber ich würde sagen, vor allem war es sehr viel Job heute. Maybe when I think about the first period, it was a little bit luck, but more it was a little bit Job tonight. Well, a little bit of luck, you know, you have games that you get 6-7 shots and nothing goes in, and tonight I had 6 shots and 3 of them went in for me. Also man hat einfach solche Tage, wo man ein bisschen mehr Glück hat. Ja, die 6 Torschüsse, 3 waren einfach drinnen. Also von seiner Warte aus sicher auch ein bisschen Glück. Der 100. Derby-Sieg gegen Villach, gleich mit 6-0, noch immer Nummer 1 in der Tabelle. Was wird das für eine Nacht werden heute? What will be that night tonight? 100 victories against Villach, 6-1, 6-0 and still number 1 in the ranking. Yeah, it's a big win for us and everybody knows the derby against us in Villach and it's always great to come in here and get a big win for the team and especially the 100th win, I'm sure the Vorstand is very happy with us. Der Vorstand wird sicher sehr happy sein, haben wir gehört, immer wieder in Villach für den KC zu gewinnen. Ein big win, wie wir gehört haben. Gratulation, Spieler des Tages, Tony Jopp. Thank you very much. Studio bitte, Stefan.